Im kommenden Beitrag informiert FPÖ-Bezirkspartei Obmann Wolfgang Zanger über derzeit aktuelle Brennpunktthemen. Der Bogen spannt sich dabei von der aktuellen hohen Inflation über Wirtschaftssanktionen gegen Russland bis hin zum ÖVP-Korruptionsausschuss und auch regionale Themen, wie die möglicherweise schon bald wieder bevorstehende Airpower wurden besprochen. Dies ist eine Belangsendung der FPÖ. Zanger, beginnen wir eingangs gleich mit einem aktuellen Thema, das uns alle bewegt, und das ist die stetig steigende Inflation. Die Bundesregierung hat ein sogenanntes Entlastungspaket auf den Weg gebracht. Was sagen Sie dazu? Naja, diese ganzen Entlastungspakete, die die Regierung da vorgestellt hat, sind in Wahrheit nichts anderes als ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn jeder weiß, im Vorjahr waren es 500 Euro, die jeder Bürger bekommen hat. Das verpufft ja angesichts der explodierenden Preise. Und in Wahrheit muss man das Übel an der Wurzel packen und eine Preisdeckel einführen. Nur so kann ich der Teuerung entgegenwirken. Denn in Wahrheit, mit diesen ganzen Einmalzahlungen, heizt sich die Inflation ja indirekt noch einmal an. Also da gehören vernünftige Sachen gemacht. Und nicht zuletzt ist es ja auch die traurige Geschichte, dass wir einen Krieg unterstützen in wirtschaftlicher Hinsicht, der die Teuerung noch einmal beflügelt. Und ich denke, dass da der Hund dort begraben ist, dass wir diese ganzen Russland-Sanktionen sozusagen mit fördern und uns da voll hineinhängen. In Wahrheit müssten wir diese sofort fallen lassen und in einen vernünftigen Dialog auch mit Russland treten. Was sollte man sonst gegen Russland unternehmen? Ich denke, dass es ohnehin nur über Gespräche laufen kann. Und hier hat sich ja Österreich auch in der Vergangenheit stets als Vermittlungsort angeboten. Und da denke ich, dass es nicht sinnvoll ist, wenn Schwarz und Grün sich den Sanktionen mit unterwerfen und dort anhängen oder ein Herr Bundespräsident einen Solidaritätsbesuch abstattet. Ganz im Gegenteil, er sollte Österreich als Ort des Friedens und der Friedensverhandlungen positionieren. Dann hätten wir auch unsere Aufgabe als neutraler Staat, so denke ich, es zumindest erfüllt. Mit diesem Thema sind ja nicht nur Sanktionen verbunden, sondern auch wieder das Thema Asyl. Wie hängt das zusammen? Ja, das hängt damit zusammen, dass es natürlich eine Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine gegeben hat oder gibt. Sehr, sehr minimal, muss man sagen. Aber im Zuge dessen haben sich natürlich die ganzen illegalen Schlepperbanden wieder angehängt und transportieren Tausende und Abertausende von Syrern, Afghanen etc. wieder über die bekannten Routen nach Österreich. Man muss eine Zahl, die ich nennen möchte, vergleichen miteinander. Im Jahr 2015 hatten wir 88.000 Asylerstanträge und das war das Spitzenjahr, das Flüchtlingskrisenjahr schlechthin. Und im Jahr 2022, also voriges Jahr, hatten wir über 108.000 Asylerstanträge. Also noch einmal mehr als im Jahr 2015. Das ohnehin schon schlimm genug war. Und das merkt die Bevölkerung jetzt wieder, weil die ganzen Asylheime natürlich wieder alle offen haben und überall Leute untergebracht haben, wo man nicht einmal weiß, ob die zu Recht bei uns sind. Man müsste an der Grenze feststellen, hat dieser Mensch, der da zu uns will, ein Recht auf Asyl, dann soll er das natürlich bekommen. Alles andere gehört abgewiesen. Und es ist ja auch so, dass nach wie vor es so ist, dass man das Dublin III-Abkommen erfüllen müsste, wo man sagt, in einem sicheren Drittstaat ist die Erstunterkunft anzubieten und nicht in Österreich. Sie waren vergangenes Jahr gemeinsam mit Ihrem Kollegen Christian Haffenecker im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss tätig. Was können Sie uns darüber berichten aus erster Hand? Ja, sehr erstaunlich und zum Teil auch schockierend, was da an den Tag getreten ist. Wenn man sieht, wie sich das System Kurz in Österreich etabliert hat, indem man Umfragen manipuliert, dann gibt die ÖVP eine Umfrage in Auftrag, zufällig an das gleiche Unternehmen gibt ein ÖVP-geführtes Ministerium eine Umfrage in Auftrag. Diese beiden werden zusammengeführt und den Großteil zahlt das Ministerium mit öffentlichen Geldern. Also da hat sich die ÖVP Hunderttausende an Steuergeld erschlichen. Dann auch diese Großförderung von Großinvestoren. Ja. Also wenn man schaut, der Herr René Benker hat ja laufend interveniert. Oder Sigi Wolf, ja, der dadurch zu einer Steuererleichterung gekommen ist, dass er einer
ihm genehmen Finanzbeamtin dazu verholfen hat, einen Leitungsposten zu bekommen. Also das ist Unterstützung der Reichen. Wo kann sich ein einfacher Bürger sowas erlauben? Der hat mehr Angst vor dem Finanzamt. Die können sich richten, die wirklich milliardenschwer sind. Also das ist absolut unverständlich. Das würde jetzt zu weit führen, da noch in Details abzuschweifen. Faktum ist, wo ÖVP draufsteht, ist Korruption drinnen. Und das hat sich ganz eindeutig in diesem Ausschuss gezeigt. Vor kurzem wurde wieder bekannt, dass die Liste der Mängelberufe in Österreich im heurigen Jahr so lang ist wie noch nie. Mittlerweile sind es ja bereits über 100 Mängelberufe. Wie sehen Sie das, beziehungsweise wie ist Ihr Zugang zu diesem Thema? Naja, es merkt ja jeder, der zu Hause einmal eine kleine Reparatur braucht, dass es gar nicht mehr so einfach ist, einen Handwerker zu bekommen, und zwar relativ in angemessenem Zeitraum. Und jeder jammert auch über fehlende Arbeitskräfte. Jetzt will die Bundesregierung das über die Zuwanderung lösen. Das kann man zum Teil ja machen. Wenn wirklich qualifizierte Leute arbeiten wollen in Österreich, habe ich da auch nichts dagegen und keiner was dagegen. Faktum ist aber auch, dass wir zu wenig eigenen Nachwuchs haben. Uns gehen die Kinder aus, nämlich die eigenen. Wenn man schaut, die Bevölkerungsentwicklung in den letzten 20 Jahren, da kommen jetzt im Schnitt 20.000 Kinder in Österreich weniger auf die Welt als damals. Und da liegt der Hund natürlich begraben. In Wahrheit brauchen wir auch eine Geburtenoffensive, sodass wir langfristig auch unser Generationensystem erhalten können. Da gehört das Arbeiten eben dazu. Wir brauchen aber auch eine Imagepflege der Lehre, weil ich denke, dass gut ausgebildete Lehrlinge ohnehin wesentlich bessere, auch finanzielle Chancen am Arbeitsmarkt haben als junge Menschen, die irgendwo studieren, weil sie halt studieren wollen und dann nicht wissen, was sie in Wahrheit damit tun sollen. Also diese Parameter wären es. Für mich aber vorrangig jetzt wirklich die Förderung der Familien und auch die Stärkung wieder der Geburtenjahrgänge. Wenn wir jetzt auf die Region blicken, Sie sind ja ein großer Befürworter der Airpower. Nun hört man aus Medienberichten, dass die bereits im nächsten Jahr wieder stattfinden sollte. Also eigentlich ein Jahr früher als geplant. Was wissen Sie darüber? Ich habe dazu eine parlamentarische Anfrage an die Frau Minister eingebracht. Da werden wir in etwa 2 Monaten ein bisschen mehr wissen. Grundsätzlich begrüße ich ja, wenn dieser Turnus verkürzt wird von derzeit 3 auf 2 Jahren, kann der Region nur nützen. Allerdings muss man beachten, dass im Jahr 2024 ein Superwahljahr ist. Nationalratswahlen, Landtagswahlen, kurz darauf dann auch die steirischen Gemeinderatswahlen. Und wenn man den schalen Beigeschmack einer Wahlplattform zu schaffen, da entgegenwirken will, dann muss man sagen, dann muss ich diesen Turnus eben wirklich auf volle 2 Jahre verkürzen, weil sonst ist das ganz eindeutig eine Wahlkampfmasche. Und da wäre mir unsere Region zu schade dafür. Sie beziehen ja auch immer wieder klare Positionen zu aktuellen brennenden Themen. Wie wird aus Ihrer Sicht die Gegenwart, in der wir heute leben, unsere Zukunft verändern? Naja, wir merken ja gegenwärtig und ziehen aus den letzten Jahren die Schlüsse, dass so wie das politische System sich in Österreich, insbesondere in der ÖVP, etabliert hat, ja, dass man sich sozusagen alles kaufen kann, alles schaffen kann, unter dem Motto, wer zahlt, schafft an, und einen tiefen schwarzen Staat hier etabliert, das haben die Menschen jetzt durchaus überrissen und sind nicht mehr bereit, ein solches System in Österreich zuzulassen. Und das finde ich auch ganz wichtig, denn wir haben in den letzten Jahren ja nahezu diktatorische Züge der Bundesregierung erleben müssen. Das lassen sich die Menschen nicht mehr gefallen. Sie wollen in einem Land mit Freiheit und Sicherheit leben. Und aus diesem Grund setzt jetzt auch, wie die Niederösterreich-Wahlen gezeigt haben, ein gewaltiger Demokratisierungsprozess ein, den ich für sehr, sehr wichtig und wünschenswert halte. Jetzt wird es sicherlich viele interessierte Bürgerinnen und Bürger geben, die sich an so einem Demokratisierungsprozess auch aktiv beteiligen möchten. Wie ist das möglich? Ja, das wünsche ich mir sehr, dass sich viele hier mit engagieren, und wir Freiheitlichen im Bezirk Murtal stehen mit unserem Büro hier in Knittelfeld immer gerne als Ansprechpartner zur Verfügung und für vertrauliche Informationen, Gespräche etc., wie man das machen kann. Ich lade alle Interessierten ein, sich bei uns zu melden. Wie gesagt, ich bin sehr oft da jetzt wieder. Der Untersuchungsausschuss ist vorbei, der sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Jetzt kann ich mich wieder viel mehr um die Bürger bemühen, und das tue ich auch, und hiermit auch dieses Angebot.